Dass ich dieses Video jetzt hier aufnehme, ist super random, weil ich komme gerade vom Sport. Wie sehe ich aus? Ich habe Angst. Ich habe Angst, mir diesen Content hier anzuschauen. Naja, egal, seid ja nur ihr. Ich wollte euch nämlich schnell mal ein paar Sachen zeigen, die ich mir für Sri Lanka bestellt habe. Ich bin ja fast den ganzen Februar über mit drei Freundinnen auf Sri Lanka und da habe ich mir natürlich so ein paar Sommerklamotten bestellt. Den Hintergrund hier noch ein bisschen aufräumen, damit ihr hier nicht meinen Saustall seht. Und dabei finde ich einfach noch dieses Glas hier von gestern Abend. Das ist so eine Creme, so eine Biscoffee heißt es, glaube ich, Creme. Und die habe ich gestern wieder halb ausgelöffelt. Ey, ganz, ganz, ganz schlimm, Leute. Ich bin wirklich hochgradig zuckersüchtig. Ja. Und zwar habe ich mir unter anderem diesen Rock hier bestellt. Ich weiß halt nicht, Leute. Also ich finde, für den Urlaub ist der wirklich super schön. Würde ich auch einfach so mit einem Bikini-Oberteil, es passt auch voll gut von der Farbe her, irgendwie am Strand anziehen oder einfach mal so zum kurz drüber werfen. Ne? Aber trage ich sowas in Berlin? Ich weiß nicht, ich kaufe mir einfach nicht gerne Sachen, wo ich weiß, die ziehe ich irgendwie dreimal an im Urlaub. Meine liebe Freundin Vicky hat mir noch so ein Buch geschenkt für meine Reise. Das finde ich richtig, richtig süß. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da sind so Kurzgeschichten drin übers Leben. Und das ist halt voll perfekt, weil das so klein ist. Das kann ich dann richtig gut mitnehmen. Ich habe ja nur Handgepäck. Ich habe nur Handgepäck. Ich muss allgemein sagen, ich finde es einfach so krass schön, dass ich mit drei Freundinnen zusammen in den Urlaub fliegen kann. Wir waren jetzt auch schon öfter zusammen im Urlaub. Wir waren letzten Sommer in Albanien, Kroatien, haben schon verschiedene Sachen zusammen gemacht. Aber irgendwie, ich weiß, ich finde, es ist gar nicht selbstverständlich. Ich war ja bis vor einem Jahr in einer Beziehung, quasi meine ganze Jugend und mein ganzes so Erwachsenwerden über. Und da konnte man natürlich immer auf einen Partner zurückgreifen, wenn man irgendwie Bock hatte, wegzufahren, Wochenendtrip, Urlaub und so weiter. Deswegen habe ich mir da schon so ein bisschen Gedanken gemacht, so okay, krass, wie wird das, wenn ich jetzt Single bin? Ist man dann schon auf seine Freunde angewiesen, klar, oder man kann natürlich auch alleine verreisen, wobei ich sagen muss, für mich persönlich ist dieses alleine Reisen, glaube ich, nichts, weil mir das einfach wichtig ist, solche Erfahrungen mit Leuten zu machen, die mir viel bedeuten, wo ich nachhaltige Freundschaften habe, mit denen ich dann vielleicht auch in 2, 3, 4 Monaten, in 2 Jahren irgendwie noch über die Erlebnisse, über die gemeinsamen Erinnerungen sprechen kann. Und so Reisebekanntschaften, klar, mit denen ist man in kürzester Zeit irgendwie auch auf einem coolen Level. Aber meistens ist das ja nichts Nachhaltiges. Ich habe da auch voll Respekt davor, wenn Leute wirklich so monatelang alleine irgendwie um die Welt reisen. Könnte ich wahrscheinlich nicht. Außerdem, ich bin auch einfach viel zu gern daheim. Ich liebe Berlin. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie ein paar Wochen weg bin, freue ich mich immer schon wieder auf zu Hause. Ja, jedenfalls bin ich einfach super glücklich, dass ich Freundinnen habe, die irgendwie Bock haben, was zu machen, mit mir wegzufahren, zu verreisen. Wir sind da echt auf einer Wellenlänge und auch so in der Viererkonstellation freue ich mich auf, ich glaube, also. Es wird witzig, Leute. Es wird richtig, richtig gut. Ich würde heute noch gerne drei Videos abdrehen, aber nur kurze, also für TikTok, Insta und so weiter. Damit ich einfach so auf Sri Lanka hier und da mal was für euch posten kann. Beziehungsweise ich will ja nicht so wochenlang meinen Account lahmlegen. Ich will ja trotzdem coole Sachen für euch posten. Deswegen ziehe ich mich jetzt mal an und dekoriere ein paar Kekse, wie immer. So typisch, Leute, ich wollte gerade Kekse abfilmen und ja, mir ist der Keks zerbrochen, ohne dass ich ein einziges Foto gemacht habe. Und ich schwöre es euch, ich habe ihn einfach nur angefasst. Ich glaube, der war unten drunter wahrscheinlich schon so angebrochen. Aber ich zeige euch mal kurz die Motive. Es war ein Wunsch aus den Kommentaren von euch. Das Thema ist Polizei, wie man unschwer erkennen kann. Dafür habe ich mich einmal für so eine schusssichere Weste entschieden. Finde ich sehr cool geworden. Dann einmal einen Aktenordner mit so einem Vertraulich-Stempel drauf und so einen Kaffeetassenabdruck. Finde ich auch immer ganz cute. Der hier ist tatsächlich auch so ein bisschen angebrochen. Keine Ahnung, was da los ist, Leute. Da habe ich ein ja, Absperrbänder drauf getan. Und dann eben zu guter Letzt dieser Keks mit den Fingerabdrücken. Den fand ich eine sehr kreative Idee von mir. Ja, hat es jetzt leider nicht lange mitgemacht, aber Kekse sind sowieso nur für mich, das heißt, ich werde die heute Nachmittag wahrscheinlich noch essen oder heute Abend, wenn ich irgendwie Netflix schaue. Aber ich finde sie sehr süß geworden. Außerdem bin ich dabei, die ersten Valentinstagsmotive umzusetzen. Ich finde es so witzig, als Cookie-Artist lebt man wirklich so gefühlt von Feiertag zu Feiertag. Das heißt, Weihnachten ist vorbei, dann kommen die Valentinstagsmotive auf den Tisch.
Den mag ich auch ganz gerne. Das ist auch ein Valentinstagskeks. So ein, nee, nicht Sudoku, wie heißt das? Kreuzworträtsel. Finde ich auch sehr sweet. Ein ehemaliger Kollege von mir geht bald in Rente und dafür habe ich verschiedene Kekse dekoriert, weil ich mir nicht sicher war, welches Motiv ich nehme. Das hier hat die schon auf Insta gepostet und ihr habt mich darauf hingewiesen, dass ein Rechtschreibfehler drin ist, Leute. Da fehlt einfach ein E. Also entweder mache ich den neu oder der Keks hier ist schon mal raus. Die Idee finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Who cares? I'm retired. Das würde ich nur wahrscheinlich nochmal auf Deutsch schreiben, weil mir ist dann eingefallen, dass Englisch da wahrscheinlich nicht so die beste Wahl ist. Und der hier finde ich eigentlich auch ganz witzig, aber ist halt nicht so special, ne? Und hier habe ich auch nicht so schön geschrieben. Also, wir haben die Wahl zwischen Rechtschreibfehler, Englisch oder langweilig. Wenn ich meinen Favoriten aus diesen Keksen wählen würde, ich glaube, das anatomische Herz oder das Kreuzworträtsel finde ich auch sehr süß. Wobei ich sagen muss, hier mag ich die Schrift auch sehr gerne. Den finde ich auch cool. I don't know. Lasst mich gerne mal wissen, welcher euer Lieblingskeks ist. Ein neuer Tag ist angebrochen und ich bekomme heute ein Tattoo. Und zwar lasse ich mir tatsächlich ein Emoji stechen. Ich mache mich hier gerade nebenbei noch ready. Und ich benutze tatsächlich noch den guten alten Lockenstab, Leute. Ich habe leider keinen Dyson, Föhn oder sonst irgendwas, wobei ich die schon sehr, sehr geil finde. Meine beste Freundin aus meiner Heimat bringt den immer mit, wenn sie mich besuchen kommt. Und ja, der ist schon richtig nice. Ich habe recht viele Tattoos, aber alle nur am rechten Arm. Also ich will den rechten Arm, da kann gern so viel drauf, wie drauf passt. Aber den restlichen Körper will ich tatsächlich clean lassen. Meine Tattoos haben auch nicht eine Bedeutung im Sinne von, dass da jetzt meiner Oma ihr Geburtsdatum steht oder so. Aber meine Tattoos, also wirklich jedes einzelne, erinnert mich an eine bestimmte Zeit. Das heißt, wenn ich die Tattoos auf meinem Arm anschaue, das fühlt sich wirklich ein bisschen so an, als würde ich einmal so, ja, wie so mein Lebenslauf durchgehen, aber auf Gefühlsbasis. Ich habe zum Beispiel so einen kleinen Taco tätowiert, da war ich in Mexiko, da ist richtig krasses Regnen angefangen und ich habe mich bei einem Tattoo-Studio untergestellt und dann dachte ich so, okay, wird jetzt bestimmt noch eine Stunde durchregnen, dann lasse ich mir das stechen. Das heißt, wenn ich da so drauf schaue, denke ich sofort an eine wunderschöne Zeit in Mexiko und so geht es mir mit meinen Tattoos. Hatte ich schon gesagt, was es wird? Ja, ein Emoji und zwar, beziehungsweise es ist Emoji-inspired. Es ist nämlich dieser kleine Sternen-Emoji. Den finde ich richtig cute, deswegen mache ich mich jetzt noch zu Ende ready und frage in dem Tattoo-Studio mal nach, ob ich mitfilmen darf, aber bestimmt. Ihr müsst mir jetzt sagen, ob meine Haare hinten passen, weil ich gehe schwer davon aus. Nein. Und? Was sagt ihr? Ich liebe es mir ja, Locken zu machen. Ich finde wirklich mit Locken und vor allem jetzt sind die gerade noch sehr fresh, aber wenn die sich so ein bisschen aushängen in ein, zwei Stunden, dann hat man so ein richtig schönes Volumen drinnen. Und dann sehe ich auch nicht mehr aus, als wäre ich gerade aus den 80ern entsprungen. Sicher, wo ich es hinmachen lasse am Arm. Muss ich schauen, wenn es dann einmal auf dieses kleine Papier drauf gedruckt ist, damit ich das ein bisschen hinhalten kann. Ich bin gespannt, ob es weh tut. Ich denke aber nicht. Ich hoffe zumindest. Gestochen, aber es tut tatsächlich gar nicht weh, also ich könnte eigentlich fast einschlafen dabei. Ich hatte dann noch eine Zeit lang so eine Schutzfolie drauf, die habe ich dann abgemacht und mit so einer speziellen Seife, die ich mitbekommen habe, das Tattoo gewaschen. Habe mich dann auch sehr gefreut, als die Folie ab war, habe dann noch mit einer Creme, die ich ebenfalls mitbekommen habe, das Tattoo eingerieben und das sind meine kleinen Sternchen. Ich finde es richtig cute, Leute. Ich habe euch ja gesagt, es ist nichts Großes, aber ich finde es sehr, sehr süß. Schnee in Berlin, das ist wirklich eine Seltenheit, Leute. Es hat über Nacht relativ viel geschneit. Ich habe mich richtig gefreut, als ich heute Morgen aufgewacht bin
und nutze das Ganze jetzt mal aus und gehe eine Runde spazieren. Ich habe gerade so ein bisschen Corona-Flashbacks, muss ich sagen. Ansonsten habe ich heute tatsächlich noch einiges vor. Ich möchte meinen Freunden zu Valentinstag nämlich Kekse dekorieren. Klar, ich wäre ja nicht Annies Cookie Kitchen, wenn es nicht auch zu Valentinstag Kekse geben würde. Und da ich bald nach Sri Lanka fliege, muss ich die jetzt einfach ein paar Tage vorher verschenken, aber ich denke, es ist nicht so schlimm. Oh Mann, Leute, ich bin gerade nach Hause gekommen und hier liegt seit 2 Tagen sogar mehrere Amazon-Pakete und ich dachte, dass die Keksausstecher, die ich mir für die Valentinstagskekse bestellt hatte, extra, dass sie da mit in dem Paket dabei waren. Waren sie aber nicht, das ist hier lauter Zeug für Sri Lanka. Ich habe mir beispielsweise so kleine faltbare Rucksäcke bestellt, so kleine Zipper, damit ich da meine Kabel für die Elektronik und so weiter rein tue, Adapter, alles dabei, aber keine Keksausstecher. Die werden anscheinend erst am Freitag geliefert. Das sind die Ausstecher, die ich brauche. Freitag ist aber zu spät. Das heißt, ich muss die jetzt alle per Hand ausschneiden. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Ich habe mir die extra dafür bestellt, damit ich das nicht per Hand ausschneiden muss, die Herzen. Aber hilft nichts. Ich backe jetzt allen Ernstes einen einzelnen Keks, und zwar dieses kleine Herz hier, weil ich nämlich extra für die Kekse, das sollen ja Geschenke werden, habe ich so Zellophantüten bestellt und die sind relativ schmal. Deswegen möchte ich sicher gehen, dass der Keks nach dem Backen, wenn er ein bisschen aufgeht, dass er immer noch in diese Tüte reinpasst. Und wenn es von der Größe her passt, dann werde ich die ganzen restlichen Herzen aus dem Teig ausschneiden. Aber erstmal einen Testkeks, weil am Ende passt es irgendwie nicht, hatte ich schon mal. Und dann war die ganze Arbeit umsonst. Leute, okay, stopp. Wie süß ist bitte dieser kleine Herzkeks? Vor allem, das ist so perfekt einbissen. Finde ich sehr nice. Auch die Form ist gut geworden. Ich schaue jetzt mal wegen der Größe, aber das müsste eigentlich relativ gut passen. Doch, sieht gut aus. Vielleicht könnte ich ihn sogar noch einen Ticken größer machen. Aber an sich, oh, ein bisschen gedreht bekommen. Nee, es passt eigentlich wirklich perfekt. Und hier möchte ich dann quasi pro Packung so 3 Kekse. Dann schneide ich das hier ab und dann wird das, glaube ich, richtig nice. Ich habe dann die ganzen Sterne einzeln aus dem Teig ausgeschnitten und ich hatte übrigens einen interessanten Artikel gelesen, beziehungsweise, okay, ich bin ehrlich, ich habe es auf Instagram gesehen. Es ging darum, dass 90% der Befragten gesagt haben, dass ihnen gute Freundschaften wichtig sind, wohingegen nur 61% eine glückliche Partnerschaft als wichtig in ihrem Leben befinden. Hauptgrund dafür ist wohl, dass es in Liebesbeziehungen bestimmte Erwartungen gibt, wie zum Beispiel, wann man zusammenzieht, heiratet oder Kinder kriegt. Und in einer Freundschaft gibt es diese Meilensteine eben nicht, was es einfach leichter und lockerer macht. Außerdem sind Freundschaften im Gegensatz zu den meisten Beziehungen ja nicht exklusiv. Das heißt, man hat auch nicht so einen Druck, dass man alle Bedürfnisse erfüllen muss. Fand ich jedenfalls sehr interessant, weil ich von mir selber behaupten würde, dass mir Freundschaften auf jeden Fall auch wichtiger sind als eine Beziehung. Deswegen an alle Singles, lasst euch am Valentinstag nicht unterkriegen. Die Kekse sind ready. Einer ist ein bisschen abgebrochen. Das ist immer so die Gefahr, wenn man die per Hand ausschneidet. Ist hier ein bisschen zu dünn geworden, aber ist nicht schlimm, denn ich habe gerade eh Bock, einen zu essen. Also perfekt. Das Gute ist, ich habe immer Icing eingefroren. Also wenn ich Icing übrig habe, dann friere ich das einfach so ein, dass es auch ewig lange haltbar. Und dadurch habe ich schon immer eine ganz gute Grundauswahl an Farben da. Das heißt, ich kann immer schon mal ganz gut schauen, so gefallen mir die Farben zusammen, harmoniert das gut, muss ich eine Farbe vielleicht nur noch einen Ticken heller oder dunkler machen. Also es ist auf jeden Fall sehr praktisch. Okay, ich mische jetzt die Farben und dann werden die kleinen Herzen dekoriert. Ich bin nur am Überlegen, denkt ihr, alle sollen die gleichen Farben bekommen oder soll ich die Farben ein bisschen durchmischen? Ich glaube sogar durchmischen vielleicht. Mal schauen, mal spontan. Wisst ihr, was ich auch immer witzig finde? Wenn ich auf ein Date gehe oder mit Freunden rausgehe, frühstücken in eine Bar oder so, dann ich liebe das, mich fertig zu machen und so coole Klamotten anzuziehen und schauen, so welchen Vibe ich heute fühle. Fühle ich heute so Sleekbun, All Black? Fühle ich heute so ein bisschen Skater-Style? Habe ich Bock auf so ein Girly-Kleid? Also ich mag das voll, mir da Gedanken zu machen. Aber wenn ich ein YouTube-Video drehe, was Zehntausende von Menschen sehen, dann ist es mir einfach komplett egal. Vielleicht liegt es auch darin, dass ich euch einfach schon so vertraue und mich so wohlfühle mit euch. Und
Ja, seien wir doch mal ehrlich, also ich laufe daheim nicht mit Jeans rum. Deswegen, das ist halt einfach das. Ich muss auch einfach mal mehr Videos machen, wie meine Draußen-Persönlichkeit ist. Aber meine Drinnen-Persönlichkeit, die ist auf jeden Fall hier mit Oversize-Pulli und Leggings oder keine Ahnung. Also, ja. Was soll ich denn sonst anziehen? Also, keine Ahnung. Aber ich finde es eigentlich schön. Ich mag's. So, das sind jetzt die vier Farben, die ich angemischt habe, für die ich mich entschieden habe. Das ist einmal so ein schöner Cremeton, so ein helleres Rosa und so ein Altrosa. Bei der Farbe bin ich mir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht mache ich es auch nur so. Sieht auch schön aus. Das ist halt eher so clean. Und das hier gibt dem Ganzen eher nochmal so eine... Ne, es ist so ein bisschen... Ihr wisst, was ich meine. Oder? Aber so ist halt classy. So ist classy und so ist ein bisschen funky. Ich glaube, das wird richtig süß, Leute. Ich mag auch so diese kleinen, so Mini-Kekse. Kann ich wirklich mal öfter machen. Die sind so mit einem Happen gegessen. Finde ich sehr, sehr nice. Ich habe die Kekse dann alle erstmal umrandet und anschließend ausgefüllt. Ich habe dieses Jahr ja den Luxus, dass ich Valentinstag mit meinen Freundinnen auf Sri Lanka verbringe. Aber wäre ich zu Hause hier in Berlin, ich sag's euch ganz ehrlich, ich hätte auch absolut kein Problem damit, irgendwas Cooles alleine zu machen. Okay, ich bin ehrlich, wahrscheinlich würde ich trotzdem versuchen, ein Date zu organisieren. Hier richtig oft alleine essen, wenn ich auf was Bestimmtes Bock habe oder auf ein gutes Restaurant. Ich war letztens alleine in der Therme. Ich, keine Ahnung, gehe zum Sport, shoppen, weiß was ich was. Also da habe ich tatsächlich gar keine Probleme, solche Aktivitäten alleine zu machen. Im Gegenteil, ich genieße das teilweise sogar voll. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Manchen Leuten ist das ja irgendwo unangenehm oder die fühlen sich komisch, alleine im Restaurant zu sitzen, was ich tatsächlich auch verstehen kann. Wie auch immer, ich habe die Kekse dann gut durchtrocknen lassen und anschließend beschriftet. Jetzt müssen wir die nur noch einpacken. Ich finde die Farben auf jeden Fall sehr, sehr schön. Schaut mal, das sieht wirklich aus wie so ein Farbverlauf. Und ich habe das Orange weggelassen. Ich glaube, das hätte das Ganze zu sehr gecrashed. Und wie gesagt, Leute, das ist jetzt nur so eine kleine Aufmerksamkeit für meine Freundinnen. Ich glaube sogar, dass ich noch ein paar mehr mache und noch mehr Leute beschenke, weil die wirklich so schnell und easy dekoriert waren. Das kann ich an einem Abend mal so fix nebenbei machen. Ach Leute, ich muss euch wirklich sagen, aktuell, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe wirklich oft so ein richtig, richtig tiefes Gefühl von Zufriedenheit. Ich versuche das dann wirklich immer aufzusaugen und festzuhalten. Und ja, Leute, es hört sich jetzt schon wieder krank an, aber meine Kekse sind wirklich auch für einen großen Teil mitverantwortlich dafür. Kann ich euch bei Gelegenheit gerne mal mehr drüber erzählen. Das sind auf jeden Fall die fertigen Kekse. Ich bin voll gespannt, was ihr sagt, wie ihr es findet. Lasst mich gerne wie immer in den Kommentaren wissen und auch eure Wunschmotive. Ich setze aktuell wieder richtig viel aus den Kommentaren um. Ich bin also sehr gespannt, was ihr euch so wünscht. Danke auch für euren täglichen Support. Ihr seid wirklich die Besten. Mein Herz platzt jeden Tag aufs Neue. Danke.